Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Episode von Schönbauer vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und heute habe ich einen kleinen Schönbauer für euch, ja, der noch vor gar nicht so langer Zeit angefangen hat mit YouTube, nämlich vor, ich hier mal gucke, ja, vor 3 Monaten. Und zwar ist das der Kugelblitz, den kannte ich so auch noch gar nicht, wurde mir tatsächlich heute, ich glaube um 18 Uhr, in den YouTube-Vorschlägen angezeigt und habe ich mir das mal angeguckt und dachte mir, ja, den zeigst du auf jeden Fall mal. Der baut hier eine Transportfieber 2 Schönbaukarte im historischen Stil, im, ja, Jahre 1910 oder um dieses Jahr herum, Anfang des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall. Und ja, er hat hier so ein paar Videos bisher hochgeladen. Wir gucken uns heute die Vorstellung an dieser Karte, und zwar ist das hier, dieses Video geht 12 Minuten und da stellt er die Karte so ein bisschen vor, schon 2 Monate alt, hat auch zu Recht schon 2000 Aufrufe, also generell seine Videos hier, die sind schon ziemlich gut geschaut worden, aber nichtsdestotrotz mit 300 Abonnenten ist er natürlich ein sehr, sehr kleiner YouTuber, aber macht verdammt schönen Schönbauer, wenn man hier oben sich das Bild allein schon mal anguckt. Das sieht schon klasse aus mit dieser Stahlbogenbrücke, ne? Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Wenn ihr Bock habt, der Link zu seinem Kanal und zu dem Video ist in der Videobeschreibung. Geht doch mal rüber, lasst ihm einen netten Kommentar da, einen Like und wenn ihr richtig Bock habt, dann auch noch ein Abo. Da würde er sich bestimmt richtig drüber freuen. Wir starten mal rein. Auch schon hier 209 Likes. Extrem cool. Wir gehen nochmal zurück. So. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Transport Fever 2. Ich bin der André und ich habe das letzte Jahr über sozusagen als Lockdown-Beschäftigung ziemlich viel bei Transport Fever 2 im Bereich Schönbau rumprobiert, rumoperiert und dabei ist eine Karte herausgekommen, die. Ja, auch geil hier, ne? Diese Wendeschlaufe quasi als Viadukt finde ich extrem cool. Und ja, die Stimme ist schon mal sehr, sehr angenehm. Und wie so viele hat er den Lockdown natürlich genutzt und hat sich mit Transport Fever 2 beschäftigt. Die ungefähr in den 1910er Jahren angelegt ist, also eine historische Karte. Und mittlerweile bin ich, denke ich, weit genug, dass das Ganze ja mal gezeigt werden kann. Und da dachte ich mir, ja, warum nicht mal einfach ein YouTube-Video drehen oder einen YouTube-Kanal erstellen und mal schauen, ob es vielleicht Reaktionen gibt, ob es vielleicht Leute gibt, die sich dafür interessieren. Jetzt gerade fliegen wir schnell über die Karte drüber her, über die Teile, die schon fertig sind. Keine Angst, gleich möchte ich das Ganze ein bisschen langsamer machen, also einfach. Ja, er macht das gleich langsamer und dann gehe ich auch auf einige Details ein. Nicht, dass ihr euch wundert. Mal eine Strecke Richtung Südende der Karte und eine Strecke Richtung Nordende der Karte verfolgen und die einzelnen Bauabschnitte, die schon halbwegs fertig sind, mal etwas genauer präsentieren. Sieht das nicht klasse aus? Allein schon hier diese Riesenkirche hier oben auf dem Berg mit den Stadtmauern, das soll wohl die Altstadt sein. Dann hier die Hänge, einfach gar nicht bebaut, so ein paar kleine Häuser hier rein und dann hier unten die Stadt mit dem großen Bahnhof hier in der Mitte, der auch höher gelegen ist als die Stadt. Und hier unten geht dann noch die Strecke entlang. Das sieht schon mal geil aus, muss ich schon mal sagen. Starten möchte ich meine Vorstellung der Karte praktisch genau in der Mitte der ganzen Karte. Da liegt die Hauptstadt. Da hat mir das Spiel als Name Gevelsberg vorgeschlagen. Da habe ich dann auch nichts mehr dran geändert. Passt auch. Gevelsberg ist praktisch so aufgebaut, dass die Altstadt etwas erhöht liegt auf einem Hochplateau. Das seht ihr jetzt hier oben links. Und die neueren Teile der Stadt deutlich tiefer liegen. Auf einer Art mittlerem Plateau ist der Hauptbahnhof untergebracht und auch die meisten Gleise. Da fliegen wir jetzt gerade drauf zu. Und den Hauptbahnhof habe ich, wie es, glaube ich, im Anfang des 20. Jahrhunderts auch üblich Ich hätte ja noch eine Treppe reingebaut. Aber auch so cool. war, bei großen Städten als Kopfbahnhof angelegt. Ich bin jetzt kein Historiker, aber ich schätze mal, das hat man deswegen gemacht, weil die Städte einfach ziemlich dicht bebaut waren und es einfach praktischer war, dann von einer Seite ein breites Gleisvorfeld an die Stadt ranzubauen, einen Hauptbahnhof zu setzen als Kopfbahnhof. Auch schön hier an der Seite. Wenn man mal drauf achtet, diese ganzen Marktstände hier, ne, diese ganzen kleinen Details, hier vorne hat er Pferde abgestellt, also da steckt schon
ziemlich viel Herzblut drin, das sieht man schon. Liebe zum Detail. Gleisvorfeld an die Stadt ranzubauen, den Hauptbahnhof zu setzen als Kopfbahnhof und dann die Züge einfach auf dem gleichen Gleisfeld wieder ausfahren zu lassen, ohne dass man die Stadt sozusagen mit Gleisen einmal durchqueren muss. Warum ich das halt sehr ungern baue, gerade mit Dampfloks, ist, dass die fahren da rein und dann fahren die ja nicht rückwärts wieder raus, weil die haben keinen Triebwagen hinten dran. Die drehen dann einfach, ihr kennt das, und dann steht die Lok auf einmal vorne und die fahren dann wieder raus. Aber nun gut. Vom Hauptbahnhof ausgehend sehen wir jetzt hier gerade das Gleisvorfeld. Das ist alles natürlich historisch nicht sehr akkurat, also die ganze Karte ist eher so ein bisschen modellbahnartig angelegt. Und das Gleisvorfeld, das teilt sich dann auf hier in einen viergleisigen Strang, der Richtung Südende der Karte führt. Den wollen wir jetzt aber erstmal nicht verfolgen. Wir wollen uns hier um den anderen viergleisigen Strang kümmern, der zum Nordende der Karte führt. Vom Hauptbahnhof aus, den sehen wir jetzt nochmal hier oben links, führt dieser viergleisige Strang praktisch einmal komplett um die Hauptstadt drumherum. Ja, das ist schon cool. Die fahren hier oben raus und fahren hier einmal um die Stadt herum. Fahren dann natürlich ein Stück runter und fahren dann hier unten durch diese Galerie durch. Das ist schon echt cool gelöst. Das gefällt mir. Und an dieser Stelle, die wir jetzt gerade sehen, dann einmal zwischen der Stadt und einem anliegenden See zwischendurch, also eine relativ enge Stelle. Wenn die Stelle passiert ist, dann geht es erstmal viergleisig weiter zu einem kleinen Nebendorf. Und bei diesem kleinen Nebendorf hier teilt sich die Strecke dann auf. Einmal nach links, das wird nur von Stadtbahn befahren, der Abschnitt. Und einmal hier den Berg hoch, in einer S-Kurve praktisch. Und das ist der zweigleisige Abschnitt, der von allen Zügen befahren wird, die etwas weiter weg wollen. Allein das, ne, wie das hier so hoch sich schlängelt und dann hier rum und dann hier oben erhöht weiterzufahren, das gefällt mir einfach. Das sieht echt super aus. Ich bin ja jetzt niemand, ich mag Dampfloks, aber ich bin jetzt niemand, der ja so eine Karte Anfang des 20. Jahrhunderts bauen wollen würde. Da kenne ich mich A zu wenig aus und es gibt dann auch viele Loks und auch Wagen, die ich dann gerne Einsätze, die natürlich viel später erst entwickelt wurden. Und auch diese ganzen Kutschen, die hier rumfahren, das ist jetzt nicht so meins. Aber nichtsdestotrotz, er hat, finde ich, doch gut diesen Charme bisher getroffen. Wenn dann schon ein paar Höhenmeter gemacht sind, dann fährt der Zug in einem Rangierbahnhof ein. Den sehen wir jetzt gerade. Kein großer Rangierbahnhof, eher ein relativ kleiner. Und am Ende des Rangierbahnhofs liegt hier dann ein Dorf. Mit Bahnhof. Dieser Bahnhof wird allerdings nur von kleinen Regionalzügen angefahren. Der Zug, den wir jetzt hier gerade sehen, der fährt durch, der hat erst später seinen nächsten Halt. Auch hier, ne? Schön dieser Blick hier hinten auf die Altstadt, das sieht man richtig schön, dass es hier geht ins Tal runter und da hinten wieder hoch. Das sieht schon klasse aus, das gefällt mir wirklich sehr. Auch hier wieder diese Marktstände überall, hier der die Waggons alle geparkt, ne? Überall steht was, der Charme ist schon recht cool. Das Dorf ist alles wirklich sehr klein gehalten, insgesamt nur 10, 15 Häuser, mit einem kleinen Marktplatz hier am Bahnhof und ausgehend von dem Dorf schauen wir uns jetzt die Strecke weiter Richtung Nordende der Karte an. Ab jetzt wird es sehr, sehr viel ländlicher, also, seht ihr ja hier schon, habe ich einen kleinen See reingesetzt, ganz so ein bisschen aufzulockern, die Landschaft. Und nach der landwirtschaftlichen Zone jetzt etwas bewaldeter. Da war die Idee dahinter, dass die nächste Stadt, die wir jetzt gerade hier sehen, die auch wieder einen Bahnhof hat, so ein bisschen im Zeichen des Holzabbaus stehen soll. Das meine ich halt, das wäre halt nicht meins, ne? Diese, ja. Ich bin jetzt kein Fan im Spiel von so kutschenmäßigen Gefährten. Ja, kann man machen, aber ist halt Geschmackssache. Aber hier diese Bushäuschen, die sind natürlich doch ein bisschen zu modern, oder nicht? Sind das tatsächlich die Bushäuser aus der Epoche? Ich glaube nicht, ne? Sieht mir ein bisschen modern aus. Aber nun gut. Ihr seht ja also, dass ich viele Blockhütten angelegt habe und der Gedanke dahinter war, dass sozusagen
Arbeiter regelmäßig hier zur Stadt hinfahren, eine Zeit lang arbeiten, in den Blockhäusern wohnen und dann mit dem Zug wieder abreisen. Coole Idee. Von der Holzfällerstadt hier geht es dann weiter, aus dem Wald wieder ein bisschen heraus. Hier über ein Hochplateau kann man es noch nicht nennen, aber über die höchste Stelle der Strecke drüber hinweg. Und dann kommen wir hier zum nächsten größeren Tal. Das sieht stark aus. Ja, die Strecke geht hier lang und dann einmal hier runter. Ne? Ihr seht schon, wie hoch das hier eigentlich ist und wie niedrig das hier ist. Das erinnert mich an so amerikanische Strecken, wo die Züge auch einmal um so ein Tal rumfahren, um viele Höhenmeter zu überwinden. Das sieht wirklich schick aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier rechts ist die Strecke noch relativ hoch, links am Bildschirmrand schon deutlich niedriger und der Zug fährt praktisch einmal komplett ums Tal drumherum, einfach um ziemlich viele Höhenmeter zu verlieren. Im Zentrum des Tals hier habe ich ein kleines Dorf angelegt, allerdings ohne Gleisanschluss, obwohl es eigentlich fast gleich groß ist wie das Dorf, was wir gerade am Rangierbahnhof gesehen haben. Ja, Moment, hier seht ihr nochmal schön den Unterschied, wie viele Höhenmeter das eigentlich sind. Was wir gerade am Rangierbahnhof gesehen haben. Von diesem Tal aus geht es dann weiter. Und da sehen wir dann jetzt auch schon ein Gebiet, an dem ich gerade am Basteln bin. Also hier vor allen Dingen am unteren Bildschirmrand sieht es alles noch nicht so schön aus. Das ist Ohrenbau, heißt hier die Ortschaft. Natürlich auch wieder vom Spiel vorgeschlagen. Und diese Ortschaft, die steht so ein bisschen im Zeichen des Bergbaus. Also da möchte ich so viele Bergwerke drumherum setzen. Allerdings muss das Ganze hier noch ein bisschen schöner ausgestaltet werden. Auch hier links an der Kirche, das habt ihr jetzt gerade gesehen, einfach nur eine leere Wiese. Hier ist also noch zu arbeiten. Moment mal, Moment mal. Hier ist also noch zu leere Wiese. Ampeln? Ja, ja, ein Filmfehler. Hier ist also noch zu arbeiten. Genau, deswegen springen wir jetzt zurück zur Hauptstadt, wieder nach Gebelsberg. Also dieses Gleisvorfeld hat er echt schön gemacht, ne? Also die Strecke, die hier, ja, rechts hier rumführt, die ist echt rechts von diesem Bahnhof hier gehalten, ne? Und dann geht das einmal hier rum, das finde ich extrem cool gemacht. Und dann haben wir ja, ne, die fahren dann hier lang. Echt schick. Und ich finde auch schön, dass er so Themengebiete für die Städte hat. Wir sehen hier wieder das Gleisvorfeld, was wir gerade schon gesehen haben. Und jetzt verfolgen wir nicht die Strecke, die hier nach rechts abbiegt, sondern fliegen hier weiter geradeaus, nämlich jetzt Richtung Südende der Karte. Gerade haben wir das Nordende gesehen und jetzt geht es praktisch Richtung Südende. Hier auch wieder durch landschaftliches Gebiet. Kommen wir hier zu einem Gleisdreieck. Links geht es in einen Bereich, der noch zu bauen ist. Nach rechts hin bin ich schon relativ weit gekommen. Wir verfolgen also die Strecke hier nach rechts hin weiter. Am Gleisdreieck hier habe ich ein kleines Dorf hingesetzt. Allerdings auch wieder ohne Gleisanschluss. Also ihr seht es ja selbst, nur 6 Häuser. Das lohnt sich da nicht wirklich, einen Bahnhof hinzusetzen. Und von dem Dorf ausgehend trifft dann die zweigleisige Strecke wieder auf einem relativ dichten Wald. Da war die. Wie war das eigentlich früher? Ich glaube, da hatte eh nicht so jedes Dörfchen Anschluss, oder? Oder war das genau umgekehrt zu heutzutage? Heutzutage ist es ja wirklich so, dass diese kleinen Dörfer, die 300, 400 Einwohner oder so haben, wo früher ein Bahnhof war, ne, da ist ja oft heutzutage, dass der Zug da einfach durchbrettert. Man kann den alten Bahnhof noch erkennen, aber natürlich ist da alles zerstört, stillgelegt, etc. Ich weiß gar nicht, wie das früher war. Also die Eisenbahn, als sie dann wirklich aufkam, war, glaube ich, dann schon das Transportmittel Nummer 1. Ne? Aber naja, weiß bestimmt jemand von euch. Die auch wieder so eine Art Bergwald, also eher einen Nadelwald anzulegen. Und um diesen Wald so ein bisschen aufzulockern, habe ich im Wald hier, wie ihr jetzt seht, am oberen Bildschirmrand eine kleine Burg gebaut. Die zweigleisige Strecke, die wir jetzt verfolgen und die zum Südrand der Karte führt, führt direkt unter der Burg drunter her. Genau, nachdem die Burg dann passiert ist, geht es ziemlich steil bergab zu einem Fluss und unten am Fluss direkt kommt dann auch der nächste Bahnhof mit einer mittelgroßen Ortschaft. Ja, mittelgroß kann man eigentlich fast gar nicht sagen, also auch eher eine kleine Ortschaft. Und an diesem Stück, der von der Burg zu dieser kleinen Ortschaft mit Bahnhof. Das sieht echt stark aus.
Hat er auch schön ausgeschmückt, hier in der Mitte ist so ein Feld, ne? Und hier hat man noch so einen kleinen, ja, Kreisverkehr, hätte ich jetzt fast gesagt. Hier noch so ein kleines Häuschen. Auch wie er hier die Dammwand reingebaut hat. Das sieht schon, ja, man kann schon sagen, geil aus. Das gefällt mir richtig gut. Sowas zu bauen finde ich immer ziemlich schwierig, dass die Steigung nicht zu steil ist, dass es halt dann am Ende noch gut aussieht. Aber das hat er hier gut hinbekommen. Und das ist natürlich eher für die Ära mit Dampfloks geeignet, als wenn hier man hier zum Beispiel ICE oder sowas durchfahren lässt. Das wäre natürlich, ich glaube, heutzutage gibt es sowas gerade in Deutschland. Gibt es sowas noch? Ich kann mich erinnern, auf irgendeiner Strecke in der Schweiz gibt es so ein. Gibt es so eine Schleife noch? Ist das die Bernina? Ist das der Bernina Express? Kann das sein? Da gibt es das noch. Ich kenne das auch aus den USA, teilweise in Kanada. Da fährt man hier unten in den Tunnel rein. Der Tunnel ist dann die Schleife und dann kommt man hier oben wieder raus. Ist ganz cool, weil unten ist der Güterzug noch nicht komplett in den Tunnel und oben kommt er wieder raus. Aber ich glaube, sowas gibt es heutzutage auf Hauptstrecken, glaube ich, gar nicht mehr. Verbessert mich, falls ich falsch liege. Aber hier, das hat er echt schick gebaut. Bahnhof führt, ist das Interessanteste eigentlich dieses Kreisviadukt, was wir jetzt hier sehen. Da habe ich mir gedacht, da müssen die Züge so viel Höhenmeter auf so einer kurzen Distanz machen, dass sich hier ein Kreisviadukt hinsetzt, einfach damit die Züge sozusagen eine Etage hoch oder runter fahren können, ohne ein allzu steiles Gleisstück passieren zu müssen. Genau, vom Kreisviadukt aus schauen wir uns jetzt nochmal die Strecke an, die zum Dorf führt hier, was am Fluss liegt. Ist mir jetzt selbst der Name entfallen, den das Dorf hat. Kann mich nicht mehr erinnern. Also es hat mir, glaube ich, auch das Spiel vorgeschlagen. Ich weiß es nicht mehr. Also da bin ich auch nicht so genau mit den Namen oder auch nicht so kreativ. Genau, von hier aus führt die Strecke dann ein Stückchen wieder viergleisig weiter, weil hier auch relativ viel Güterverkehr unterwegs ist. Am Fluss entlang, wo das Dorf gerade auch dran lag. Und danach geht es wieder eher in einem dichten Wald. Auch hier oben die Burg. Auch wieder aufgelockert, so wie gerade eben durch eine Burg, die hier auf einem Hügel steht. Und am Ende des Waldes sehen wir dann, dass zwei Flüsse zusammenfließen. Und da habe ich mir gedacht, an der Stelle, wo die beiden Flüsse zusammenfließen, da setze ich so eine Art Kloster hin. Und was wäre ein Kloster ohne eine Brauerei? Natürlich gibt es eine eigene Klosterbrauerei und dem. Das sieht echt schick aus. Große, ja, kann auch gar nicht sagen Kirche, das ist ja eher schon so eine, ja, wie nennt man das denn? Nicht, ich hätte fast gesagt Moschee, natürlich nicht. Ja, eine große Kirche halt. Und dann hier wohnen wahrscheinlich die Mönche im Kloster. Hier unten haben wir noch einen Biergarten, hier kann man auch noch sich hinsetzen und die Köstlichkeiten des Klosters genießen, aber ja. Schöne Idee. Hier ist die Brauerei. Der Dampfer im Hintergrund. Auch die Brücke. Ne? Das Geländer hier oben hätte ich vielleicht weggelassen, aber ansonsten ist die Brücke gerade mit diesen Türmen hier, das sieht schon echt schick aus. Entsprechend auch viel Publikumsverkehr. Das habe ich versucht, hier so ein bisschen ja, durch so eine Art Biergarten darzustellen, der hier im Innenhof des Klosters gelegen ist. So, wir fliegen weiter die Strecke ab. Ihr habt es vielleicht gerade schon so ein bisschen aus dem Augenwinkel gesehen. Als nächstes folgt hier Guck mal hier. eine Brücke über einen aus dem Augenwinkel gesehen. Guck mal da. Da sitzen zwei. Frag mich nicht, wie die da hochgekommen sind, aber coole Idee. So kleine Details. Das ist einfach geil. Als nächstes folgt hier eine Brücke über einen Fluss. Und die Brücke habe ich so ein bisschen so gestaltet, dass man sozusagen zwei Brückenportale hat an beiden Enden mit Türmen und einem kleinen Torbogen. Wirkt jetzt natürlich ein bisschen kitschig, so aus heutiger Sicht. Aber früher war es, glaube ich, zu der Zeit schwer im Trend, dass man solche, sagen wir, Torbögen und Ja, Türme an den Brücken ranbaut. glaube ich auch. Wir verfolgen die Strecke Richtung Süden weiter. Hier hatte ich so eine Art Kurhaus. Vielleicht eine Psychiatrie, irgendwie was in der Richtung im Sinn, was so ein bisschen abgelegen ist im Wald. Genau, die Strecke führt hier über einen Bahndamm drüber her, kommt dann wieder in etwas landwirtschaftlichere Regionen rein.
auch wieder hier ein kleines Dorf, ziemlich abgeschnitten vom Rest der Welt, nur durch Trampelpfade erreichbar. Und dann sehen wir gleich die südlichste Ortschaft der Karte, die auch einen eigenen Flugplatz hat, wie ihr hier seht. Da hat mir das Spiel als Name Sul vorgeschlagen, ich habe es nicht mehr geändert und war damit zufrieden. Auch wieder ein ähnliches Konzept wie die Hauptstadt, wieder mit Altstadt, durch eine Stadtmauer umgeben, nur dieses Mal die Neustadt praktisch etwas höher gelegen und die Altstadt unten am Fluss. Sul hat, anders als die Städte, die wir gerade eben schon gesehen haben, kein besonderes eigenes Thema, sondern ist eine relativ bunt durchmischte Stadt, also ein bisschen Industrie, dann die schöne Altstadt hier unten am Fluss gelegen, die wir jetzt gerade noch auf der linken Seite sehen konnten, etwas höher gelegene Neustadt und ein eher klein. Diese Straßenmarkierung hier, das passt natürlich nicht so hundertprozentig zu der Epoche, aber über sowas würde ich einfach hinwegsehen. Ich meine, einige Gebäude, die passen halt zu der Epoche, haben dann aber diese Markierung halt mit dran. Ja, einfach drüber hinwegsehen, würde ich sagen. Ein Bahnhof. Insgesamt bildet Sul also das südliche Ende der Karte. Ich habe also insgesamt keine besonders große Karte gewählt, wie ihr sicher schon gesehen habt, sondern eher eine kleine Karte. Allerdings ist das auch mein erstes wirkliches, sagen wir, Schönbauprojekt hier. Das kann ich übrigens gerade für Anfänger auch nur empfehlen. Nehmt euch nicht zu viel vor. Nehmt jetzt keine Größenwahnsinnige oder sehr große und noch nicht mal eine große Karte. Fangt mit einer kleinen oder mit einer mittleren Karte an. Da ist genug Platz für euer erstes Projekt. Das reicht für den Anfang. Definitiv auch, was die Performance dann im späteren Verlauf des Spiels angeht. Was ich bei Transport Fever 2 angegangen bin. Wenn ihr jetzt noch zuhört, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Bitte, bitte. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Bilder gesehen. Ich plane natürlich noch ein paar mehr Videos zu machen, je nachdem, wie das hier so ankommt. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Leute überhaupt das Video gucken und ob überhaupt irgendein Kommentar zusammenkommt. Aber wenn ihr irgendwas sehen wollt, dann schreibt es einfach in den Kommentaren. Ich plane so ein bisschen noch eine weitere Mitfahrt zu machen von der Hauptstadt, von Grevelsberg aus, Richtung Norden. Also praktisch den ersten Teil der Karte, den wir uns gerade angesehen haben. Das möchte ich mal mit einer Mitfahrt nochmal zeigen. Und außerdem habe ich noch auf meinem Zettel stehen, dass ganz am Nordrand der Karte noch eine Stadt fehlt. Die würde ich gerne noch bauen und das Ganze vielleicht als Zeitraffer aufnehmen. So, ich bin fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ja, war doch nett. Definitiv. Also, er hat ja danach hier, ne, ich glaube... Genau, wir haben uns das hier angeguckt und dann gibt es ja noch ein paar andere Videos, also schaut gerne mal bei ihm vorbei, lohnt sich auf jeden Fall. Mir gefällt das sehr gut, auch wenn es jetzt nicht mein Thema ist, was ich in Transport Fever bauen würde, aber ich finde, er hat den Nerv der Zeit doch schon ziemlich gut getroffen und ich sehe gerade, hier hat er die Brücke nochmal verändert, kann das sein? Hier ist nämlich dieses Kloster und hier haben wir jetzt die Stahlbogenbrücke, auch hier ne, die Pfeiler ausgeschmückt, nochmal die Brückenportale ausgeschmückt. Ich glaube, er hatte auch ein eigenes Video zu, genau, hier, Stahlbogenbrücke mit burgartigen Portalen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mal bei ihm reinzugucken, das neueste Video ist 2 Wochen alt, also er lädt da immer was hoch und ja, wie gesagt, lasst ihm gerne ein Abo da, einen Like auf seine Videos und auch gerne ein paar nette Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao.